Ich hatte ja gesagt, dass wir mal was machen wollen. Und zwar, ich möchte mal ganz kurz was zeigen, was ist, wenn ich Batterien in Reihe schalte. Guckt mal, die Lampe glimmt. Okay, die möchte 6 Volt haben, damit sie richtig leuchten kann. Und hier habe ich nur 1,5 Volt. Was kann ich machen? Naja, wir schalten mal eine Batterie in Reihe dazu. Das heißt, ich habe hier die gleiche Batterie. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich wirklich Minus, hier ist Plus, hier sieht man es, dass ich dieses Plus an das Minus schalte. Dass es andersrum nicht geht, werde ich auch gleich zeigen. Jetzt habe ich sämtliche Batterien, also alle beide, verbunden. Und jetzt verbinde ich mal diese Batterien miteinander. Das heißt, ich erhöhe sozusagen den Druck. Das werde ich dann noch in dem anderen Video nochmal erklären. Und schon leuchtet die Lampe heller. Jetzt noch eine Kleinigkeit. Ach so, ja, ich wollte ja noch zeigen, was ist, wenn ich es verkehrt rum mache. Ich drehe mal die Batterie um, schließe hier an und das werde ich dann noch ein bisschen theoretischer erklären. Da leuchtet gar nichts, ne? Sieht man hoffentlich. So, gut. Was ist aber, wenn ich noch mehr Spannung haben möchte? Ja, dann schließe ich noch eine Batterie an und zwar habe ich mir hier eine. Schaut mal, das ist zwar ein anderer Typ, aber das macht nichts. Hier ist Plus. Hier immer, wo der Nippel ist, ist Plus. Auf der anderen Seite ist Minus. Die Batterie, die werde ich mal hier einbauen. So. Und jetzt mache ich das gleiche mal ohne diese eine rote hier und werde diese Batterien von Plus nach Minus verbinden. Das merkt ihr, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Batterien in irgendein Gerät einfügt, dann wird das immer wechselweise gemacht. Plus nach Minus, Minus nach Plus. Achtet mal drauf beim Einsetzen. So, und siehe da, der gleiche Effekt. Es leuchtet heller als vorher. Und jetzt möchte ich die Spannung mal noch weiter erhöhen. Jetzt muss ich wieder darauf achten, hier ist Plus, muss ich mit Minus verbinden. Und wenn ich die verbunden habe, dann anderes Kabel mal nehmen, ein bisschen längeres. Ihr seht immer, dass ich auch hier neutralere Kabel nehme. Also grün hat nichts mit Plus und Minus zu tun. Und immer Plus und Minus entsprechend schalte. Also das heißt, jetzt muss ich Folgendes machen, damit man die Übersicht nicht verliert. Jetzt sage ich hier auf der Seite ist kein Nippel. Hier ist der Nippel, hier ist Plus. Also schließe ich am besten immer, das macht man gerne so, damit man in der Elektrotechnik nicht durcheinander kommt, Minus ans mit blauen Kabeln an und jetzt schauen wir mal. Hier wird der Strom durch die Spannungsquelle in Reihe, nochmal in Reihe fließen und jetzt werden alle drei Batterien zum Einsatz kommen. Und jetzt gucken wir uns mal an und siehe da, die leuchtet noch heller. Ganz nebenbei, bei Elektroautos, da werden ganz viele kleine Batterien in Reihe geschaltet. Auch parallel. Aber in Reihe geschaltet, damit man die Spannung erhöhen kann. Das geht bis zu 600, 800 Volt. Gut, ich hoffe, das hat dafür erstmal genügt. Ich werde dann im anderen Video nochmal zeigen, dass Batterien parallel geschaltet die Spannung nicht erhöhen. Aber das mag es erstmal sein jetzt hier.